So, hallo, hallo und willkommen zurück zu Let's Play Paper Mario und diesmal mit einem Special Part, denn in diesem Part werde ich nur Sidequesten vom Koopa over und ich habe schon mal offscreen ein Koopa Blatt besorgt, das wir einen Koopa Tee gemacht, den wir ja besorgen sollten, das wissen wir ja schon. Oh Gott, und da klitscht es natürlich. Oh, wir haben 3 Sternenstücke, oh yeah, genau deswegen tue ich es. Ja, schön, ja, was will er denn? Ein Autogramm von Luigi, ja, das machen wir doch sofort. Ich bin mal gespannt, ob ich jetzt wirklich alles in einem Part schaffe, aber ich denke mal schon. Yay! Und jetzt wieder nach Glitch City zurück. Ja, das wird jetzt ein vieler Laufpart. Was? Vieler Laufpart? Was ist denn das? Kann man das essen? Ah, versteht der Auflauf und... Oh Gott, war der schlecht. Naja. Oh, wir besuchen mal Luigi. Luigi. Und der war in dieser Röhre hier. Und hier glitscht es verdammt nochmal verdammt stark rum. La 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 la. Hallo Luigi. Na? Gib mir dein Autogramm. Gib mir dein Autogramm. Ja. Gib mir Autogramm. Gib mir. Dankeschön. Schade. Ich habe nicht umsonst Parker hier nebenbei tragen, denn vielleicht... Ich muss nämlich auch noch Briefe abgeben und dann muss ich den dabei haben. Lalala, lalala. Tralala. Schau ich doch mal, ob der Merlon zufällig einen Brief möchte. Vielleicht will er ja einen. Vielleicht mit gut Glück. Hallo, Merlon, Brief, du wollen haben? Ja, tatsächlich, cool. Hier hast du den Brief. Oh lolol. Brief, nom nom nom. Brief. Und wir halten ein Sternenstück. Oh yeah. Ja, weil wenn wir nämlich die Briefe abgeben, erhalten wir Sternenstücke. Und da läuft ja eure Abstimmung immer noch. Denn ich habe natürlich im Voraus schon ein wenig aufgenommen. Und da kann ich noch nicht auf eure Wünsche eingehen. Deswegen mache ich erstmal hier die Special Parts und so, um Sternstücke zu sammeln, damit ich auch alles von euch kaufen kann, was ihr von mir verlangt. Ne? Wisst ihr Bescheid? So, wir gehen jetzt aber erstmal zum Koopa Ober zurück. Ja, in diesem Part werden wir oft die Kanalisation benutzen, aber das geht natürlich wesentlich schneller als wenn man selber hinlaufen würde. Yay! Hallo Ober, na? Wie geht's dir in deinem Glitchhaus? Autogramm, yay! Und wir halten natürlich eine Münze, ja, wie ihr das so gerne macht. Natürlich mache ich dir einen Gefallen. Ja, was möchtest du? Er hat irgendwo ein Wallet verloren, was auch immer ein Wallet ist. Ich habe es vergessen. Es muss wahrscheinlich in irgendeinem Busch sein, schätze ich mal. La 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 la. Nee, das ist ein Koopa-Blatt. Auf dem Weg zum Koopa-Shop hat er. Ah! Empty Wallet, da ist es. Wunderbar. Und dann gleich wieder dem Opa geben. Empty Wallet. Yay. Was auch immer das ist. Wir halt wieder eine Münze. Ja, es lohnt sich ja fast. Ein Tasty Tonic möchte er haben. Okay, wo gab's denn das? Gab's das hier schon? Tasty Tonic. Hm. Gab's das in dem Shop? Bin mal gespannt. Ich glaube ja wahrscheinlich nicht, oder? Das wäre zu einfach. Das wäre zu einfach natürlich. Dann, wo gab's denn das sonst? Hä? Tasty Tonic. Ich gehe einfach mal in den nächsten Teleporter. Schau und da in dem Laden. Das führt mich wahrscheinlich in die Wüste, oder? Ja, natürlich. Da waren wir auch schon lange nicht mehr, oder? Tralla. Ja, hast du einen Tasty Tonic? Natürlich hast du keinen Tasty Tonic. Du Hund. Gut, dann an den Teleporter vorbei. Höheren Gedöns. Ihr wisst, was ich meine. So, wo komme ich denn hier lang? Auf in den nächsten Teleporter. Wo waren denn die nochmal? War die hier? Teleporter?
Nö. Ja, wo waren denn die Teleporter? Hey, warum hast du mich jetzt erwischt, du Ekelhafter? Ich habe extra den Orden reingemacht, wo ich mit einer Drehattacke schwächere Gegner besiege, aber irgendwie funktioniert das nicht. Naja. Hey, wo waren denn hier die Teleporter? Ach, einen Power-Up-Block muss ich ja auch noch finden, ne? Aber ich habe gar keine Ahnung, wo der ist. Ehrlich gesagt. Naja, ist ja eh nur Gumbario. Tja, aber wo sind hier die anderen Teleporter? Das müsste ich schon wissen. Oder würde ich gerne wissen wollen, Gedöns. Ach, da drüben war ja ein Teleporter zu den Yoshi-Insel. Da gehe ich einfach mal dahin. Vielleicht haben die ja ein Tasty Tonic. Das wäre ein Glücksfall. Wo war denn hier der Shop? Hier war der Shop. So. Hallo. Mach die Tür auf. Danke. Du hast einen Tasty Tonic. Finde ich gut. Jo. Habe ich das jetzt bekommen? Ich hab's bekommen. Schön. Gut, dann hauen wir auch hier schon wieder ab. Denn diese Insel glitscht mir ein wenig zu sehr. Wow. Blub, blub, blub. So, Sushi, auf geht's. Yay. Wupp. Geh halt durch die Röhre, Mario. Danke. So, und jetzt wieder zu Cooper Village zurück. Wupp. Und mal wieder zu Paracarry wechsel, denn da drüben, mit den Typen habe ich doch bestimmt auch einen Brief, oder? Nö. Nö. Für dich? Nö, okay. Dann halt nicht, aber für dich. Schade. Wäre jetzt zu cool gewesen. So, Obi, hier hast du deinen Tasty Tonic. Juhu, freu dich. Kauf dir einen Keks. Ja, wieder eine Münze. Yay. Ja, Glitch. Ach, er will ein Autogramm von den Wahrheitsgedöns, beiden Shooting Stars haben. Okay, das können wir machen. Kein Problem. Kein Ding. Kein Problem, das geht ganz schnell. Pass auf. Verlassen wir Glitch City einfach nach Norden und das war's dann. Yay, yay. Schneller, schneller, schneller. Wow, es hat jetzt gar nicht geglitscht. Oh mein Gott. Was ist hier nur los? So, und die Wahrsagerin, die ist hier unten. Ja, genau hier. Da, wo es das Glitschen anfängt. So, hallo, na? Gib mir Autogramm. Gib mir Autogramm. Gib mir Autogramm. Gib mir Autogramm, hallo? Gib mir Autogramm, hallo? Ach, hier kann ich... Ah, hier kann ich sogar den Superblock finden. Na, das mache ich doch mal. Ja, wo ist er jetzt? Ach, da wird angezeigt, wo ich noch den Superblock finde. Das finde ich toll. Bin ich mal gespannt, wo der letzte sein soll. Okay, auf der Yoshi-Insel. Okay, das merke ich mir mal. Gut. Dann mache ich das doch mal. Wenn ich wieder auf der Insel bin, denke ich mal dran, hoffentlich dir und so. Nö. Von wem bekomme ich jetzt hier das Autogramm? Hä?
ich dumm? Das ist doch Shooting Star Summit, oder? Hä? Ich brauche Autogramm und so? Hä? Jetzt bin ich gerade ein wenig verwirrt. Warum bekomme ich hier das Autogramm nicht? Das ist jetzt höchst mysteriös. Warum? Okay. Das ist aber echt mysteriös. Aber sie hat irgendwas von ihrer Schwester geredet, deswegen gehe ich jetzt einfach mal in die Wüste und spreche mit ihrer Schwester. Cool, das ist cool. Ja, okay. Dann mach ich das doch einfach mal. Ah, und glitscht überhaupt nicht, wenn man einfach nur gerade durchläuft. Also, sobald ich eine Richtung gehe, fängt das Glitschen an. Okay. Gut zu wissen. Blüpp, blüpp, blüpp. Yay, also auf in die Wüste. Yay. Dann ab zur Wahrsagerin, die uns ja den Dings gegeben hat. Den Zauberspruch. Der übrigens schon lange nicht mehr gewirkt hat. Muss man den vielleicht erneuern, hä? Hallo, na? Ah, hier halte ich einen Kristallball, genau. Ach nee, komm, den brauche ich doch eh nicht mehr. Ich mache doch eh dann nur noch den Bowser-Kampf und da brauche ich es nicht mehr. 50 Münzen ist mir echt zu teuer. La 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 la. So, jetzt kann ich doch aber zu der Wahrsagerin da oben. Ich hoffe doch einfach mal. Yay. Ja, wie gesagt, der Part wird ein wenig hin und her gelaufen. Wem's stört, einfach abschalten. Stört mich eigentlich ehrlich gesagt nichts. Erwarte ich gar nicht, dass das zu viele schauen. Tra la 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 la. So, und jetzt hoffe ich doch mal, dass sie jetzt mir das Autogramm gibt. Gib mir Autogramm. Hier hast du deinen Ball, jetzt gib mir Autogramm. Yay, danke. Schön, freut mich. Und jetzt hau ich ab. Keine Lust mehr. Ich geh nach Hause. Wir machen uns wieder auf den Weg nach Glitch City. Juhu, freuen wir uns alle und so. Waren wir ja noch nicht oft genug in diesem Let's Play. Hä? Aber schön, wenn man gerade durchläuft, ist eigentlich echt angenehm. Tralala. So, Opa, jetzt bin ich mal gespannt, was du mir jetzt wieder gibst. Wenn du mir jetzt wieder eine Münze gibst, ne? Dann hagelt's. Schläge. Nein, natürlich nicht. Würde doch niemals den alten Koopa verhauen. Nur vielleicht Koopas. Oh, keine Koopa. Lalalala. So, hier bitte. Autogramm. So. Gib mir... Oh, ja, wieder 3 Sternstücke, schön. Ich soll jetzt die Zeitung lesen. Okay, die Todzeitung lesen. Okay. Okay, wo geht das? Kann ich denn die Zeitung lesen, hä? Ich schätze mal im Postamt, denke ich mal. Gut. Wo auch immer da eine Zeitung war, habe ich noch nie gesehen. Und ja, wirklich, wenn man ein wenig ungerade läuft, fängt das Glitschen an. Schön. So, kann ich hier die Zeitung lesen? Zeitung? Nö. Okay, hier kann ich keine Zeitung lesen. Ja, wo ist denn dann eine Zeitung? Gute Frage.
Zeitung! Bist du eine Zeitung? Ja, tatsächlich, cool. Okay, das war's. Jetzt wieder zurück. Ja, dupdi-dupdi-du, dupdi-du, 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 dupdi-du. Dupdi-dupdi-dupdi-du. Hat jetzt gar nicht zu der Musik gepasst, aber egal. Ist ja egal. So, OP. Jetzt hocken wir dich mal mit dem neuesten Shit, Junge. Hier, Alter. Ich hab die Zeitung gelesen? Du verdammter! Ey, was soll das? Mann! Hä? Ich hab's doch gerade gemacht. Willst du mich eigentlich hier veräppeln oder was? Was soll denn das? Tralala, la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 . Ja, ich hab doch hier die Zeitung gelesen, oder? Ja und? Das habe ich doch vorher auch schon gemacht. Hä, hey, ich versteh's nicht. Oh, glitsch doch nicht so rum, du blöde Stadt, ey. Ja und jetzt habe ich die Zeitung gelesen, ja und? Habe ich gemacht? Oder gibt's hier noch mehr Zeitungen irgendwo? Zeitung? Ist das dumm? Mann! Zeitungen! Ich bin auf der Suche nach Zeitungen. Oh ja, ja, ja. Waren hier drüben noch Zeitungen? Nö. Und hier drüben Zeitungen. Tralalalalalala. Zeitungen, ja, ja, ja. Zeitungen. Zeitungen. Hast du eine Zeitung? Nö. Wo waren Zeitungen? Ohne Zeitung? Nö. Ah, der Typ ist da oben. Cool. Schau ich doch gleich mal. Ach, klitsch doch nicht so rum, du dumme Stadt. Ach, ich hasse diese Stadt. Wisst ihr das? Hallo, na? Regt mich diese Stadt auf. Aber hier ist echt kein eine Zeitung irgendwo. Hä? Ich check's nicht, Leute. Ich check es einfach nicht. Ich hab doch jetzt die Zeitung gelesen. Oh, die Stadt. Sie regt mich auf. Schön, wie mich diese Stadt aufregt. Gut, wir gehen nochmal zum OP. Fragen nochmal, was der von mir will. Weil ich check's irgendwie nicht. Ich bin zu dumm. Blub, blub, blub. Tra, la, 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 la. Ja, ich hab's vergessen. So, was muss ich tun? Ich soll die Zeitung lesen, ja, habe ich doch gemacht. Hä? What the fuck? Ich check's gerade echt nicht, Leute. Was muss ich tun? Ja, was bist du denn überhaupt für eine? Cool. Ja, der scheint sich's gemütlich zu machen da drin, ja, finde ich toll. Hä? Zeitung. Wo finde ich Zeitung? I do not check. I do not check. Sag mal, bin ich jetzt echt so dumm? Tralala. Aber gehe ich jetzt eigentlich hier lang? Ist das die Verzweiflungstaten oder was?
What? Warum? Ich hab den jetzt voll erwischt mit meiner Drehattacke. Hallo? Na, das ist jetzt höchst mysteriös. Den habe ich voll erwischt. Ah, ich habe das Falsche drin, sehe ich gerade. Gott, bin ich gut. Bin ich gut. Ich brauche ja das da hier. Oh, deswegen klappt das nicht. So, hallo, na und tschüss. Wow, Glitch. Hör auf. Ah, ich bin immer noch auf der Suche nach der Zeitung. So, ich zerstöre euch alle. Zeitung. Wo ist die Zeitung? Zeitung! Zeitung! Ja, lass mich jetzt in Ruhe! Auch Zeitung! Wo ist die Zeitung, verdammt? Hä? Ich check es nicht! Oh, Glitch! So, hier sind die News, so! Ja und, hä? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Oh. Oh. So, hast du eine Zeitung für mich? Oh, klitsch doch nicht so rum! Boah, ich bin aggressiv, ne? Hier irgendwo eine Zeitung. Nö. Zeitung? Ich check es nicht. Ja, ey, bin ich gut. Ist hier drin eine Zeitung? Ach, hier ist noch ein Sternstück, sehe ich gerade. Cool, da kann ich jetzt auch hin übrigens. Das hole ich doch jetzt nochmal schnell, wenn ich schon keine Zeitung finde. Ja, klitsch halt noch mehr. Ist schon in Ordnung. Ist in Ordnung, Krummel. Wow, das hört gar nicht mehr auf. Na, das hört nicht mehr auf. Schön. Wahnsinn. Wird Zeit, dass ich dieses Spiel beende, ey. Ach, du Heilige. Und da ist eine Röhre. Wo führt denn das überhaupt hin? Ein Sternstück. Yay, ihr könnt zwar wahrscheinlich eh nicht sehen, aber egal. Ja, und hier ist auf einmal ganz normal. Ja, ist logisch. Kaum setze ich einen Fuß an Land. Slowdown. Ja, wo komme ich denn überhaupt hier hin? Cool. Wo bin ich denn hier? Gut. Gut. Ich dachte, der wäre auf der Insel, hä? Was sag ich denn, was hast du mir hier erzählt? Na gut, umso besser. Damit haben wir alles super Ränge. Yay, finde ich schön. Ach, damit hat sich die Zeitungsfrage immer noch nicht geklärt. Ach, Glitch, hör auf. Mann! La 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 la. Ist in den Shop vielleicht eine Zeitung? Oh Gott, das Glitchen! Hör auf! Hör doch bitte auf! Glitch nicht so rum! Nein, aufhören! Oh! Oh. Ja, da ist die Zeitung. So, und jetzt? Check es nicht. Gut, Leute. Ich check's nicht, also muss ich wohl oder übel den Part beenden. Ja, war ja erfolgreich. Nicht. Ich schau noch mal offscreen, ob ich vielleicht finde, wie es funktioniert. Und wenn nicht, dann geht's nächste Part weiter mit... Keine Ahnung. Naja.
Ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein wenig Spaß, auch wenn es viel geglitscht hat und langweilig war wahrscheinlich. Aber egal. Ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Part. Also dann, bis dann. Ciao, Leute.